Leute und willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar ist dies American McGee's Alice. Viele haben sich dieses Projekt gewünscht. Es wird vorgezogen in dem Penumbra und 4-3 weg sind. Verlorene Aufnahmen, einfach weg. So, dadurch habe ich jetzt vorgenommen, American McGee's Alice vorzuziehen. Viele werden sich wahrscheinlich freuen. Ja. Und, eigentlich habe ich auch gar nicht viel zu sagen. Und ja, wir fangen einfach mal an. Wir spielen auf... Puh, auf was spielen wir denn? Leicht, mittel, schwer, Albtraum. Wir spielen auf Mittel. Und ja. Aufwachen, Schlafmütze, die Zeit. Oh. Also, was haben mein Hasenherz und dein Mauseschiss gemeinsam? Oh nein! Vielleicht bringt das Kaninchen sie mit. Rette uns, Alice! Yo, schöne Cutscene, beziehungsweise Intro. Ja, ich schätze mal, jetzt gleich kommt noch ein Laber. Gelaber-Laber? Kommt kein Gelaber-Laber. Kommt der Gelaber-Laber. Beeil dich, Alice, wir sind spät dran. Hallo, dich kenne ich doch. Du siehst irgendwie merkwürdig aus. Geht's dir nicht gut? Du bist immer dünn geworden, Katze, aber dein Grinsen tut gut. Und du hast eine gute Einstellung. Immer noch neugierig und lerneifrig, hoffe ich. Das Wunderland hat sich verändert. Wie soll ich mich zurechtfinden? Es ist besser, den Weg zu kennen, als herumzuirren. Also frag. Das Kaninchen kann dir raten. Und ich weiß auch, woher der Wind weht. Lass dich von deinem Gefühl leiten. Lass los und vertraue dich dem Kaninchen an. Okay, jetzt ist meine Frage. Ist es sinnvoll, mit Maus und Tastatur zu spielen? Oder ist es sinnvoll, ohne Gamepad zu spielen, weil das gar nicht geht? Das Einzige, was mich jetzt schon mal stört, ist... Wie speichert man hier? LAN, speichern. Okay, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Ich habe so ein leichtes Kraxen Soundtechnik. Und, ich weiß nicht, was ich einstellen muss, damit das eventuell weggeht. Wahrscheinlich liegt das an der Herzzahl. Ich habe keine Ahnung. Hui, noch schlimmer. Ich probiere mal gerade ein bisschen durch. Ich könnte es natürlich auch einen kurzen Cut machen. Aber warum?
Dauert ja nicht so lange. Ich sag mal so. Es ändert sich gar nichts. Ah. Das hört sich auch schon besser an. Okay, dann können wir jetzt endlich mal loslegen. So, ja, wir spielen Alice. Ne? Also, die meisten werden das Spiel wahrscheinlich schon kennen. Ich kenn's nicht wirklich. Unser Geist zerschlagen. Erinnert mich ans Irrenhaus. Alles so trostlos. Sklaverei und Glückseligkeit, das passt nicht zusammen. Ja, ich kenne dich gar nicht. Schwer. Wage einen Sprung. Reite auf dem Wind. So, eine weitere Frage, die mich jetzt irgendwie ein bisschen beschäftigt ist. Wie macht man hier die Quicksave? Ich weiß, dass man hier Quicksaves machen kann, also so schnell speichern. Hüte deine Zunge, Fremde, die Schergen der Roten Königin sind gnadenlos. Ich habe keine Angst vor ihr und ihren Kreaturen. Hatte ich noch nie. Man muss sich ihnen stellen. Aufbegehren lohnt nicht. Nur der Tod kann uns aus diesem Elend befreien. Oder ihr Tod, schätze ich. Meta-Essenz ist die Lebenskraft des Wunderlands. Die deiner Gegner ist sehr mächtig. Nutze sie weise. Okay. Wenn du das sagst, aber... Ach so. Ah. Okay, okay, ich hab schon verstanden. Die Fußabdrücke da auf dem Boden, die... ich will da hin. Ach so. Die zeigen mir, wohin ich springe. Und... Boah, Palklinge, wa? Dein Messer ist nützlich, aber es reicht nicht. Sammle, was dir nutzen kann. Nur auf Ignoranz verzichte. Dann überlebst du. Hey, der Hase. Tschüss, Hase. Ah, alles klar. Okay, das ist ja... Nicht... Ach. Wir sind so niedergeschlagen. Steht das wirklich so schlecht? Schlimmer, als du dir vorstellen kannst. Bist du die Retterin, von der uns das Kaninchen erzählt hat? Wohl kaum. Ich bin auch nur ein Mensch. Und momentan möchte ich ungefähr so klein werden. Das hört sich nicht leicht an. Du solltest seitlich gehen, nicht vorwärts. Leider weiß ich nicht wie. Nicht dünn, klein. Ich möchte ungefähr so klein sein. In der Burg der Türen findest du eine Antwort. Aber es ist schwer, hineinzugelangen. Türen haben Schlösser. Für Schlösser braucht man Schlüssel und die hast du nicht. Wollen wir hoffen, dass die Türen offen sind. Wir sollten nicht länger wie eine Katze um den heißen Brei schleichen. Verzeih den Ausdruck. Nette Ausdrucksweise. Bitte vermeide sowas in Zukunft. Nö, tue ich nicht. Und das ist einfach nur so kackendreist. Ich sammle einfach alles ein. Jetzt kämpfen oder was? Bam. Oh. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Irgendwas wollte ich sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Auf jeden Fall ist heute Halloween. Und ich wollte ein Special machen. Aber dank dem ich heute am 31. arbeiten durfte... Nur wenige finden den Weg. Manche erkennen ihn. Manche wollen das gar nicht. Achso, ist das schon ein Rätsel oder was? Ja, auf jeden Fall wollte ich ein schönes Halloween-Special... Aua, machen. Ach ja, und ich konnte es leider nicht machen, weil ich arbeiten musste. Und ich hasse arbeiten. Komm, ich muss hier doch irgendwo hoch. Kann ich den Double Jump? Nö, aber ich bin oben. Hallo. Das Kaninchen sagte, jemand würde uns retten. Bist du das? Vielleicht. Vielleicht? Ha. Kannst du mich in die Burg der Türen bringen? Oh nein, niemals. Seit dem Aufruhr sind wir nur mehr feige Irre. Ich wage mich kaum noch auf die Straße. Aber ganz unten in den Minen haust einer, der ist weiser, mutiger und freier als ich. Er kann dir helfen. Okay. Und dann wollte ich noch sagen, dass du sehr schnell schlägst, muss man schon sagen. Der erste Schritt ist der schwerste. Platt aber wahr.
Auch hier. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn mir jetzt nicht ja wieder zwischenlabern würde. Na, Cutscene oder sonst was. Auf jeden Fall, wollte ich noch sagen, ich kann nur noch 15 Minuten hochladen. Also meine Videos sind jetzt auf 15 Minuten begrenzt. Und es ist schade, aber das heißt, dass ich ab und zu mal mittendrin einen Cut machen muss, weil ich nicht, also ich stelle mir den Timer meistens immer 30 Sekunden früher. Das heißt, dass ich... Steine sind so gut wie Strickleitern. Halt zum Maul, Mann. Man sie benutzen soll. Ach so, die Dinger da. Ja, so soll man sie anscheinend nicht benutzen. Hoch. Was wollte ich jetzt sagen? Ach man, ja, ich weiß schon. Ich habe schon was falsch gemacht, ich weiß es doch. Aber wie komme ich hier wieder hoch, Mann? Ja, und jetzt? Kannst du dich nicht hochhangeln? Was bist du denn für eine? Aua, aua, aua. So. Oh, kommst du eigentlich hoch, oder was? Doch, so. Was willst du? Warum besuchst du mich an diesem einsamen Ort? Um von deinem Wissen zu profitieren. Der Einäugige ist König unter den Blinden. Wenn ich klug wäre, würde ich mich dann hier verkriechen. Ich bin nicht weise, nur alt. Ich möchte ganz klein sein, nicht größer als eine Maus. Wie kann ich das anstellen? Das ist alles? Klar, das geht. Es kostet dich allerdings was. Ich besitze nichts von Wert. Du bist gesund und stark. Ich längst nicht mehr. Ich habe zu viel Leid gesehen. Und ich rauche zu viel. Was muss ich tun? Im Lager der Kartenwächter gibt es in einem Rohdiamanten einen Schlüssel. Hol ihn. Dann wird dein Wunsch erfüllt. Ja, ich hole ihn. Kann ich jetzt endlich mal ein bisschen reden, ohne irgendwie dazwischen gequatscht zu werden? Ja, damit. Jetzt weiß ich schon wieder gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich sagen. Das mit Halloween hatte ich abgeklappert. Das mit den 15 Minuten habe ich abgeklappert. Was war das denn noch? Achterbahn. Achterbahn. Woohoo. Yeah. Die Grafik ist übrigens so atemberaubend. Aber das macht nichts. Es ist Alice. Hallo? Bei Alice ist die Grafik egal. Irgendwas wollte ich trotzdem noch sagen. Was wollte ich denn sagen? Verdammt nochmal. Irgendwas wollte ich sagen. Ach, übrigens, ich werde mir eine TV-Karte zulegen. Das heißt, dass ich in enormer Zukunft, in grauer Zeit, schöne Projekte, was Wii oder PS3 angeht, alles. Alles schön, aua. Hallo? Boah. Ist die das Match? Oh. Oh, sorry. Projekte, was Wii und so angeht. Oh, Karten. 32 Heb auf ist ein lustiges Spiel. Aber wenn alles durcheinander geht, ist das alles andere als lustig. Yeah. Wumm. Wumm. Karten. Oh. Ja, aber wohin? Wohin muss ich denn jetzt? Hui, der Timer hat abgeschlagen. Und das heißt, dass ich einen Cut machen muss. Ich weiß zwar noch nicht, wohin ich muss, aber das werden wir im nächsten Part sehen. Also haut rein, Leute. Tschüss.